Was ich gern hätte? Einen Luxusurlaub im Ausland? Einen guten Job? Einen richtigen Mann? Was gibt's da irgendwo ein Nest? Ich sag Ihnen auch, was ich gar nicht gern hab, hier zu sein. So, wie im Moment. Da ist meine Tochter Charlotte, eine Madame. Klug. Oh, wahnsinnig klug. Überall nur eins, mein Gott, aber zickig. Ich sag nur, die müssen sie wie ein rohes Ei behandeln. Hallo. Scheiße. Was ist denn das? Blumenstrauß. Ach, was du nicht sagst. Und das sind Pralinen. Aufgrund der geheimnisvollen Wirkung des chemischen Neurotransmitters Serotonin hellen sie deine Stimmung auf. Dann bist du vielleicht nicht mehr so griesgrämig. Nein, ich bin da. Los, zieh dich schnell an und tu so, als ob du schlau bist. Gerade noch wollten sie sie drücken und ihr sagen, wie stolz sie auf sie sind. Schon wollen sie ihr wieder eins mit einem stumpfen Gegenstand überziehen. Was ist hier los? Wir haben eine Freistunde. Paul hilft mir beim Mathe. Einfach aufmachen und draufpieseln und warten, bis auf dem Display das Ergebnis erscheint. Dann lass ich dich jetzt mal allein aufs Klo gehen. Und dann ist da noch meine Mutter. Was mich fertig macht, ist ihr Gedächtnis. Es kommt und geht wie ein Radio, das sie ein- und ausschaltet. Ich habe nichts angefasst. Was meinst du? Die Würstchen, die ich dir jetzt machen wollte, sind nicht mehr da. Ach, das war der Hund. Wir haben keinen Hund. Aber wissen Sie was? Die können mich. Ich habe die Schnauze voll, mich um alle zu kümmern. Die sollen jetzt mal selbst sehen, wie sie klarkommen. Sie müssen wissen,